Cringe. Ah. Komm zurück, neues Spiel. Neue Demo. Rein geht's. Ich hab irgendwie die Musik zerstört. Ich weiß nicht, ob sie uns mag und wiederkommt. Das werden wir herausfinden. Every generation, the elephant tribe makes a grand pilgrimage. They set forth from the western elder tree and gather the other animal tribes. Springbok. Wild beast. Zebra. Baboons and lion. Make the long journey to the eastern elder tree. As they always have, each tribe brings offerings to honor the tree. But for one generation, the journey was different. The land became dry and hot. With murmurs of dark spirits in the east. Whereas the western elder tree bore only a single fruit. On the eve of their departure, the young leader of the elephant tribe kept vigil, waiting for an omen from the elder tree. Okay, und wird das hier Spore? A shaman, I am beginning to understand. The elder tree's only fruit was not an ill omen, but a precious gift. I am shaman of the elephant tribe, and you are shepherd, a child of the elder tree. Although you don't know it yet, you possess great power. When you soar high in the skies, the rain shall stretch out behind you. When you beat your wings, great gales will whip past you. When your feet touch the earth, the ground will yawn beneath you. And when you cry out, the lightning shall strike all around you. Shepherd, I fear something is very wrong in this land. I do not believe the pilgrimage will be easy. Will you aid us in our journey? Die sind also scheinbar der Vogelstorchstor. Level 1. First steps. The pilgrimage to the eastern elder tree is about to begin, but first Shaman must teach you how to use the power of rain and wind. Okay. Teach me, Master. Weiß noch nicht, was das hier wird. Strategiespiel. The morning is bright and clear. Good start to the pilgrimage. Shepard, let's start by learning to control the rain. You can use your rain power to grow plants. There's a patch of dead grass. Why don't you try raining on it to restore it? You can use weather powers to control the environment. Select the power by pressing Y to open the power wheel. Press A to confirm. Oh, that was a grove. When you revive a grove, it gives you more power. You should definitely keep an eye out for those. I think there are two more nearby. Are you a grove? Maybe. This one.
Seems like you have a good grasp of rain now. This is the seed from your fruit chapot. The only fruit our elder tree bore. It's all we have to offer the eastern elder tree. It will have to be enough. At the start of our pilgrimage, we stop to ask for the blessing of our ancestors. If we leave now, we will arrive at the canyon of the elders by sundown. Seeing the elephantalos? As we travel, our tribe will move on our own while you fly overhead. All animal tribes graze as we move. We need to eat grass to keep our stamina. If we are traveling on dead grass, rocks or sand, we can't graze. When our stamina runs out, the weakest among us may die. Rain can give us grass to eat by bringing life to the land. The rain can help or hinder herd stamina. Grass and scrub when grown can help animals recover, but rock and sand are bad news. Herds lose stamina if attacked, while swimming or traversing fire or pollution, so watch out. Once the stamina bar runs out, an animal will die. Das ist gut, das ist schlecht wahrscheinlich, was? Grün und grün-ish ist gut und alles andere ist schlecht. There is a rusting tree ahead, but it withered. You know what to do. Do I? We will rest here for a while as you fly on ahead and go. Sometimes sand collects here. It slows us down and prevents the tree from growing. Could you use the wind to clear a path for us and dig our resting tree out so it can grow? I think there's a wind growth nearby. Hier oben mal noch Wasser. The grove gave you 5 wind charges when you rained on it. Keep an eye out for the sigil stones next to the grove. They give you a hint about which power you'll get back. After it plays wind, you must also choose a direction for it to travel. The direction determines where sand or smoke beasts will go, or whether animals speed up or slow down. Die scheißt. Thank you, Chapot. That will give us plenty to eat. Das heißt, wir nehmen irgendwie Ditte und schubbern es irgendwo nach unten, wo es keinen stört oder was? Jetzt haben wir noch ein bisschen Sand, aber es wird schon passen. Signal us to move on by choosing our next direction. Animals move on their own, but when they stop to rest, you can direct them using shepherding mode. Press A while a herd is selected, press A to confirm the path. Jetzt wählt das aus und dann schickt die irgendeinen Pfad. Muss ich das wegmachen? Oh, das klingt jetzt so hin, oder? Bestimmt. Level completed. I'm so relieved we have arrived at the canyon of the elders in time. But look, the flowers we planted on our family graves are all dried up and covered in sand and rocks. Shepherd, will you help me clean up the groves on each shrine so that we can properly ask for the blessing? Groves give you more power, so explore and find them all. Expect the grove carefully to learn how to revive it. Is it dry, covered in sand, or blocked by boulders or brambles? Sigil stones mark with which powers you receive in return. Scheiße, das hier ist bestimmt Sand, ne? Heißt, das wehen wir irgendwann ins Wasser.
What is this? Das Rocks, die ich entfernen muss, oder? Ja. Onward. Hat er was davon? Blessing Nummer 1. Auf zu Blessing Nummer 2. Das hier ein Elefant, ne, zwei Elefanten, die sich Blumen zuwehen können. Geht's. Ich krieg drücken Wind, auf geht's. Hui. Could you crack the wellspring loose so the water will flow? Das Ding hier steht da so ein bisschen im Weg, habe ich das Gefühl. Oh no, look, Shepard, the shrine of the ancestors is all dried up. Shake it up, shake it up. Können wir bitte weitergehen? Das hier so eine Scheiße zu laden. Auf geht's. Ich ob das Spiel dann so Story sein wird oder ob das so Time Trends hat, also Speedrun theoretisch, so Zeit. Oder ob es dann verschiedene Tier-Tribes gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben werden. Man weiß es nicht. Sammy. This is my first pilgrimage, my first time leading the tribe. When I was a calf, my grandmother taught my mother the ways of the shaman, but mother succumbed to illness, though in the time she had left, grandmother taught me instead. Alles gut. Bip, 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 bip. Learn to use lightning to break brambles. Oops. Das ging wohl daneben, was? Gibt sich die gerade bestimmt was. Ich hätte es danach wieder löschen sollen.
Können wir aber warten. Was passiert hier? Passiert hier noch was? Each herd has a stamina meter that keeps track of how tired your animals are. The herd batch will turn red when encountering danger and green when grazing at the resting tree or healing from rain. Stein, der da im Weg ist. Was ist das? What is this? Ah, ne, das ist ein Baum, der erwachsen muss oder so. Ne? Where is it? I don't know. Ich hätte hier den Sand wegwehen sollen. Hüpf, hüpf, hüpf. Oink, oink, oink. Das klingt aber nicht sehr gesund. Zappt. Hey ho. Bip, bip, bip. Thank the trees I found you, thought the sprint would be the end of me. Hello, I'm Scout. Weiter geht's. Dangerous water crossing. Geht das wegspülen? Wollen wir da oben lang gehen, mit? So, wo seid ihr denn? Ich würde sagen, ihr geht oben lang.
euch den Sand ins Wasser. Was haben wir hier? Was müssen wir da machen? Ich weiß es nicht. Gießen, den Sand ins Wasser kippen. Keine Ahnung. Mal gießen reicht. Durchs Wasser. Der hat sich schon mal gegossen sogar. Was geht hier ab? Aber ich sehe nicht, was passiert. Geflügeltes Etwas. Das Wasser ist gestiegen. Ich will trotzdem oben lang gehen. Das darüber bestimmt. Was mit dir, Boy? Zum Verrecken? Muss ich dich setzen? Gibt der Bug da aber nur, oder? Oder? Ist er tot? Vielleicht ist er auch tot. Was soll ich denn sehen? Ich sehe doch nur die gesamte Gruppe, oder nicht? Ich sehe ja nicht, der lebt doch, glaube ich, noch. Der backt einfach nur. Weiter geht's. Straight ahead. Oh oh. Haltet durch. Das war zu früh. Ruht euch erstmal aus. Lauft da nicht rein. Das tut ihr. Bleibt stehen. Schon losschicken oder warten, bis das Feuer abgebrannt ist jetzt, oder? Okay. Ich hab nichts mehr, ihr müsst so klarkommen. Gehst du eigentlich schon wieder lang? Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Was zur Hölle nimmst du für den Weg? Woran erkenne ich, ob es ihm schlecht geht oder nicht? Keine Ahnung. Aber er schafft's ja. Onward! Eggfruit Ball, Second Gift, a Single Baobab Seed. An Offering for the Eastern Elder Tree. The first day Shaman taught Shepherd to fly. How to master both sky and land.
of a tribe passed through the Grazing Land. And bid the ancestors grant them safe travel. Instead came a warning, spirit smoke beasts were roaming the Eastland. By moonlight the elephant tribe crossed the fragile bridge from wasteland, the Westland to Eastland. Across the sea that stretched between, the herd was chased by spirit and flood. But Shepherd guided them to safety. Das war bestimmt die Idee. Das war nochmal die Zusammenfassung, was wir getan haben. Exakt. Ein an sich ganz cooles Spiel, so ein bisschen, ja, das wird man das eine auch ein Puzzle. Bisschen Simulation, Strategy, I don't know. A bit of everything. Und dazu noch ein wenig Story. An sich ganz cool, nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Das hat ein Indie-Spiel, ne, haben immer coole Ideen. Müssen aber auch nicht immer besonders sein. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.